Ey, ich hab letztens, jemand hat mir ein Video zugeschickt von ABK, Digga. Das wollte ich mir mal angucken. Das scheint wohl interessant zu sein. Da geht es irgendwie um Antichrist, Dejjal, irgendwie sowas. Sollen wir uns das mal zusammen zu Gemüte führen? Ich wollte mir das auf jeden Fall nochmal reinziehen. Welches waren das? War das das letzte oder das erste? Ich glaube, es war das erste. Ja, Mann. Lass es mal zusammen reinziehen. Hey, ich habe mich in den letzten Tagen wieder mal ein bisschen mit grenzwissenschaftlichen Sachen beschäftigt und dann habe ich auch so ein bisschen über Religion gelesen. Auf Und bin dann real, auf auf ehrlich, ich habe mir auf jeden Fall einen Teil schon angeguckt während dem Autofahren, aber nicht so richtig, deswegen wollte ich doch mal mit euch die gucken. Eschatologie gekommen, was sowas wie die letzten Dinge heißt. Also das, was uns vor dem Ende der Menschheit erwartet. Dabei bin ich dann auf folgendes Phänomen gestoßen. Der Lügenmessias. Es wird prophezeit, dass uns kurz vor dem Weltuntergang der sogenannte falsche Messias besuchen kommen wird. Ist voll krass mit dem Beat und so, ne? Krasse Arbeit, Digga, ABK. Um die Menschen zu spalten. Also der hat das richtig schön auch mit seiner Stimme und so, so richtig so emotional auch so rübergebracht, Digga. Indem er versucht, sie von einer Lüge zu überzeugen. Egal ob Christentum, Judentum oder Islam, in allen Religionen werden wir vor ihm gewarnt. Im Christentum ist es der Antichrist, der falsche Lehren verbreitet. Im Judentum Armelius, ein König und Gegenspieler des Messias, welcher viel Unheil über Israel bringen wird. Die Sagen rund um den falschen Messias überschneiden sich in allen heiligen Schriften. Ich werde mich in diesem Video aber explizit mit den islamischen Schriften auseinandersetzen. Der Lügenmessias. Auf Arabisch El-Messih ad-Dajjal. Die Wurzel dieses Wortes ist Dajjal. Krass, ich habe heute noch mit Bardo darüber geredet, der Gel. Der ist auf irgendwie ist er auf das Thema gekommen. Heißt mischen, eben weil er die Wahrheit mit der Lüge vermischt. Denn es wird gesagt, dass er mit sich das Paradies und das Feuer haben wird. Aber sein Feuer wird das Paradies und sein Paradies das Feuer sein. Daher eben der Name. Aber schauen wir doch erstmal, wie er überhaupt aussehen wird. In einigen Überlieferungen heißt es, dass der Dajjal ein riesengroßes Wesen sein wird, welches keine Nachkommen haben wird. Es wird nach innen gerichtete Füße haben, eine rötliche Gesichtsfarbe, gekräuseltes Haar und eine breite Stirn. Auf seinem rechten Auge ist er. Nach innen gerichtete Füße, Digga, das habe ich nicht verstanden. Ich habe es gestern schon mal gehört. Was heißt das? Ist es eine Metapher irgendwie? Nach innen gerichtete Füße? Was heißt das? So, ich komme da nicht hinterher, so. Wobei sein linkes Auge von einer Fleischschicht bedeckt sein wird. In manchen Überlieferungen beschreibt man sein Auge als schwebende Weintraube. Zwischen seinen Augen wird man auf Arabisch das Wort Käfir lesen können. Digga, es ist vor allen Dingen krass. Ich habe mir letztens auch so ein Video reingezogen. Es gibt so einen Gründer der satanischen Kirche in Amerika, die ja auch jetzt irgendwie offiziell sogar anerkannt ist. Was ich auf jeden Fall krass finde, dass sowas funktioniert. Und der hat auch, die machen ja diese Satanisten, die machen so extra ihr Auge dann kaputt oder so ein Scheiß, ne? Müsst euch den mal reinziehen. Wie heißt der nochmal? Ist das der? Ja, der spielt da glaube ich auch mit, aber es gibt so einen, der irgendwie auch dann so ein Interview geführt hat. Da gibt es so ein Video, Digga. Und der hat auch nur ein Auge irgendwie. Die Glatze ist der Erfinder. Ja, genau. Aber es gibt irgendeinen Typen, der hat so ein Interview gegeben auch. Warte mal, das muss man, ich muss noch mal kurz gucken. Ist es der? To a head, you see, Hier. Guck mal. with the election of Donald Trump in. Er ist krank. Zieht euch das mal rein, Digga. Die geben sowas noch Plattform hier. Weiß Magazin oder was? The Satan's Temple Protest. Ach, Digga, das ist traurig, Mann, Alter. Gott ist der größte Freund. Ich schwör auf alles, Mann. The only way. Zwischen seinen Augen wird man auf Arabisch das Wort Käfir lesen können, was auf Deutsch Ungläubiger heißt. Jeder Moslem wird es lesen können, egal ob er lesen kann oder nicht, denn seine Versuchung wird seit Adams Erschaffung die größte sein. Er wird 40 Tage unter uns weilen. Dabei wird ein Tag wie ein Jahr, ein Tag wie ein Monat und ein Tag wie eine Woche. Und die restlichen Tage sind in unserer Zeitrechnung. Sein Ziel in dieser Zeit ist es, uns zu manipulieren und davon zu überzeugen, dass er ein Prophet ist. Er wird sogar vor euren Augen Wunder vollbringen. So wird er zum Beispiel dem Himmel befehlen, Wasser zu senden. Und dann wird es auf einmal regnen, oder? Boah, das Video geht voll unter die Haut, ne? Seid mal ehrlich, also mir geht das voll unter der Haut.
voll unter die Haut. Er wird der Erde befehlen zu blühen und dann passiert es auch. Vermutlich werden viele Menschen auf ihn reinfallen und ihn wirklich für einen Propheten halten. Aber es wird auch einige geben, die ihn ablehnen werden. Diese Menschen werden dann jedoch schrecklichen Hunger erleiden und nichts mehr besitzen. In einem Hadith von Abu Amama al-Bahili sagte unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Fake Messias so weit gehen wird, dass er zu jemandem kommen wird und ihm sagt: Wenn ich deine verstorbenen Eltern wieder zum Leben erwecke, wirst du mir dann glauben, dass ich dein Herr bin? Ja, dann wird er das vor seinen Augen machen und der Junge sieht tatsächlich seine verstorbenen Eltern wieder, die ihm sagen: Mein Sohn, folge ihm, er ist dein Herr. Dabei ist das Ganze aber wieder nur eine Täuschung. Es sind nämlich nur zwei Teufel, die sich in Gestalt seines Vaters und seiner Mutter zeigen. Manche Menschen werden leider zu ihm im Glauben kommen, dass er ein starker Gläubiger ist und sich ihm anschließen. Er wird demnach auch eine ganze Menge Anhänger finden. Zum Beispiel heißt es in einer Überlieferung, dass er mit 70.000 Juden, die Kronen tragen, aus einem Land im Osten namens Khorasan kommen wird. Er wird dabei aber Orte, wie zum Beispiel die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem oder am Sinai, als auch gesamt Mekka und Medina nicht betreten können. Aber ich bin mir dabei nicht mal mehr so sicher, denn auch heutzutage sind so Orte wie Mekka und Medina von moderner Technologie und auch habgieriger Herrschaft betroffen. Meiner Meinung nach muss der Dajjal gar nicht... Das ist auf jeden Fall krass. Ich find's krass, dass er solche Videos macht, so. Sehr informativ auf jeden Fall und vom Stil her auch richtig so gemacht, das catcht extrem. Ich finde, er erklärt, also seine Stimme ist angenehm. Es zieht einen auf jeden Fall so in den Bann rein, so. Steckt bestimmt auch viel Arbeit dahinter. In Form eines Menschen auftauchen, denn ich glaube viel eher, dass er in Form einer Partei auftauchen wird. Wenn wir uns heutzutage rechtsradikale Zusammenschlüsse, Bewegungen von Verschwörungstheoretikern oder auch fundamentalistische Organisationen, die unter dem Deckmantel der Religion agieren, anschauen, bemerken wir, dass diese ebenfalls wieder der Dajjal fungieren. Sie vermischen zu ihren Gunsten die Wahrheit mit der Lüge und erreichen dabei sogar eine gewisse Anhängerschaft. Demnach kann mit dem Dajjal auch die heutige Gesellschaft gemeint sein, welche größtenteils bereits vom Glauben abgefallen ist. Darum wohl auch seine bildliche Beschreibung, denn es heißt ja, dass der Messias vermutlich auf einem Auge blind sein wird, wohingegen das andere bedeckt ist. Damit könnte gemeint sein, dass er nur auf dem materialistischen Auge sehen kann und das Auge, welches zu Gott emporschaut, eben bedeckt ist. Dieser Lügen-Messias könnte also auch eine gesellschaftliche Bewegung oder eben die Technik sein. Wie zum Beispiel unsere heutigen Fernseher oder Computer. Aber Leute, vergesst nicht, dass die Zeichen eindeutig sein werden. Denn er wird erst kommen, wenn wir ihn schon längst vergessen haben. Vergesst also nie. Das mit der Partei oder mit dem menschlichen Movement und so, das weiß ich nicht. Das ist halt seine Eigeninterpretation so. Was heißt, das weiß ich nicht. Das war jetzt seine eigene Interpretation so. Ist auf jeden Fall auch ein krasser Gedanke. Ne? Dass das in Form einer Partei oder eines so Movements irgendwie kommt oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist nur auf jeden Fall auch krass, dass es halt in jeder Religion irgendwie auch sowas gibt, ne? Also sowas beschrieben wird. Sowas wie ein Antichrist oder jemanden, der kommt. Hier der Dajjal. Im Judentum habe ich jetzt den Namen vergessen. Also dass da jemand kommt, der ein falscher Messias sein wird, so. Das ist schon krass, ne? Wenn man so überlegt, so, dass es auch dass jede Schrift auch die Parallele hat irgendwie so. Wer von euch im Chat denkt denn auch, dass sowas kommen wird? Dass so jemand kommen wird? Schreibt mal rein, würde mich mal interessieren. Dass niemand von uns vor seinem Tod Allah sehen kann. Wohingegen der einäugige Messias aber für alle, egal ob ungläubig oder nicht, sichtbar sein wird. Merkt euch auch, dass es in unserem Glauben keine guten Sachen gibt, ohne dass unser Prophet auf sie hingewiesen hätte. Und keine schlechten, ohne dass er uns vor ihnen gewarnt hätte. Deswegen wird uns auch gesagt, wie wir uns vor ihm schützen können. Lernt einige der 99 Namen von Allah auswendig. Und die Sure Al-Kahf. Es wird sogar empfohlen, diese Sure immer freitags aufzusagen. Von meiner Seite jetzt auch noch ein Tipp, wie ihr euch vor dieser Gauklerei schützen könnt. Versucht nicht immer einfach schnell, Hauptsache irgendwie zu reagieren. Nehmt euch lieber Zeit und reagiert langsam, aber dafür reflektierter. Rennt nicht einfach nur der Masse hinterher, weil ihr ansonsten Angst habt, alleine dazustehen. Das wird niemals der Fall sein. Auch wenn man sich manchmal sogar gegen die eigenen Leute stellen muss, weil man eben merkt, dass sich gerade etwas nicht richtig anfühlt. Denn manchmal verkleidet sich halt die Lüge wie ein Haus mit einer wunderschönen Fassade. Aber auch schöne Häuser können eben ein zerstörtes Zuhause haben. Deswegen liegt die krasse Message auch hinten raus noch, ich schwör's dir. Richtig schöne Message auch mit dem,
manchmal kann es sein, dass ihr, oder dass ihr das Gefühl habt, dass ihr mit dem, was ihr denkt, das sage ich ja auch immer wieder, so, dass ihr mit dem, was ihr denkt oder so, wie ihr seid, alleine da steht, aber am Ende des Tages euer Gefühl euch, ja, keine Ahnung. Ihr wollt eigentlich so sein, aber ihr habt das Gefühl, ihr seid damit alleine und verändert euch dann vielleicht deswegen oder folgt jemand anderem, weil es einfach cool ist, demjenigen zu folgen so. Aber man sollte am Ende des Tages immer auf sein Gefühl hören und man sollte immer so bleiben, wie man ist, Digga. Finde ich die Message auf jeden Fall sehr stark jetzt am Ende raus nochmal. Doch gerade darin, trotz all dem Glanz, immer noch hinter die Fassade zu blicken. Starkes Video, Digga. Echt super, muss ich ehrlich sagen. Dass er auch seine Reichweite nutzt, um ein bisschen Aufklärung zu betreiben für seinen Glauben und auch auf Dinge hinweist und hinten raus immer noch eine Message am Start ist und so, gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Mit Religion will ich nichts am Hut haben. Denke, sowas wird kommen, aber wann ist der andere Frage? Die Welt wird ja nicht besser, sondern enger. Dreckiger und egoistischer und irgendwann, wenn viele Religionen vergessen, wird was passieren. Ich auf jeden Fall, die Menschen sollten lieber spirituell werden. Leon, der wird kommen, er kommt erst, wenn die Leute nicht mehr über ihn reden und ihn vergessen. Jesus hat auch schon die Hölle durchgemacht. Schau dir Marina Abramovic an. Von Leuten wird es auf jeden Fall dahin führen. Ja, safe, der Tag wird kommen. Sowas ist ständig unter uns. Schon krass auf jeden Fall. Ja, Mann, bin deiner Meinung. Religionen sind ein Tausendborn. Ah, hört mal auf, ich mag das nicht, Alter. Ey, ich mache jetzt einmal die Ansage, ich finde das nicht korrekt. So, ich krieg auch gerade Gänsehaut. Ich mag das nicht, wenn Leute einfach über Religion so ekelhaft reden. Sagen, ey, wer jeder, der an Religion glaubt, ist irgendwie so oder so. Oder jeder, der einen Glauben hat, ist dumm. Oder was weiß ich, Religionen sind nur da, um dies, das zu machen und so. Lass doch jedem sein Ding. Lass doch jeden so sein, wie er möchte. Am Ende des Tages muss jeder seinen eigenen Weg mit Gott ausmachen. So, ich find's nicht geil, weil ich als ein, also, keine Ahnung, Digga. Ich würde mich auch als Religiöser nicht hinsetzen und sagen, jeder, der nicht religiös ist, ist so und so. Oder du darfst nicht glauben, weil das ist falsch und bla bla bla. Oder irgendwelche, weiß ich nicht, Atheisten angreifen oder Leute angreifen, die halt vielleicht keinen Glauben haben oder so. Das würde ich niemals machen. Sowas ist nicht okay. Also bitte, Chat, einmal hier die Ansage, lass jedem sein Ding mit Gott ausmachen. Und wenn einer glaubt, dann soll er glauben. So, und wenn einer nicht glauben will, dann soll er nicht glauben. Ich glaube und ich bin stolz darauf und ich bin froh darüber. Ich glaube an Gott. Ich glaube, dass er da ist, dass es ihn gibt. Ich glaube, dass es das Gute gibt und dafür möchte ich mich nicht verurteilen lassen und ich möchte auch nicht, dass irgendwelche anderen Menschen dafür verurteilt werden hier in meinem Chat so. Deswegen lass jedem seins so und ich sage am Ende des Tages, Gott ist groß, Gott gibt's. Und deswegen, lass mich daran glauben, so. Weißt du, was ich meine, so? Lass mir meinen Glauben, so wie ich ihn möchte, so. Ja. Das ist mein Statement dazu. Und hört auf jetzt hier so komische, wer lässt hier bla bla wen und so. Ich, so, das war mein Ding dazu und alle Leute, die das so jetzt in so eine Richtung irgendwie komisch Fitner machen, so, die werden gesperrt und ich möchte auch, dass meine Moderatoren das jetzt auf dem Schirm haben, so. So, das ist für mich ein wichtiges Thema und deswegen, ja, that's it. Ich küsse eure Herzen, Fellas.